Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe euch ja letztens schon den Lime Hype von Blaze vorgestellt. Heute habe ich die zweite Sorte für euch, den Coca Koala. Wilder Name, ob es auch ein wilder Tabak ist, das gucken wir uns heute an. Ja, der Blaze Tabak. Ein neuer Dark Blend, der auf den deutschen Markt gekommen ist. Er soll extrem gut rauchbar sein und er soll trotzdem sehr, sehr stark sein durch 4,25% Nikotin. Das Ganze haben wir ja schon ausführlicher beim Lime Hype besprochen, deswegen jetzt nur noch mal so kurz Recap. Der Blaze Tabak wird durch einen Homogenisator gejagt mit 3 Millionen Bar. Ich glaube, es waren 250 Bar oder so, wo Aromen, Molasse und Co. miteinander verbunden werden sollen. Was dafür sorgt, dass trotz 100% Burley-Tabak, der ein bisschen anspruchsvoller zu rauchen ist als Virginia-Tabak, das Ganze trotzdem sehr, sehr angenehm laufen soll. Beim Lime-Hype war das auf jeden Fall der Fall. Ob das auch bei dem Blaze Coca-Koala so ist, das gucken wir uns heute an. Coca-Koala, man kann sich da schon denken, was das Ganze sein soll. Ein Cola-Tabak. Cola-Tabak gibt es schon den ein oder anderen guten, aber gar nicht so viele. Es gibt eigentlich nur den Darkside Hola, was Dark Blend angeht, in Deutschland zumindest. Und es gibt bei Virginia noch den Ghetto Cola. Aber bleiben wir mal bei den Dark Blend Sorten, gibt es eigentlich nur den Darkside Hola. Also auf der Welt gibt es noch deutlich mehr, aber in Deutschland zu kaufen eigentlich nur den Darkside Hola, soweit ich weiß. Wir machen die Dose mal auf und ich würde sagen, bevor wir dran riechen, zeige ich euch erstmal noch den Kopfbau, wie ich mir das Köpfchen gerade angemacht habe. Wir rauchen den Oblaco Dusha in der weißen Variante gerade auf der Dohuka Jimmy. So, jetzt aber zum Kopfbau. So, kommen wir mal zum Kopfbau. Wir gucken uns das Ganze einmal an. Hier haben wir die Dose. Schnitt und Feuchtigkeit haben wir aber ja schon im Review zu dem Lime Hype sehr genau betrachtet. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir packen das auch einfach direkt mal ins Köpfchen. Wir schnappen uns hier unseren Dusha Oblaco in Weiß. Da sollte natürlich ordentlich Kontrast am Start sein. So, wie wir sehen, der Blaze ist super fein geschnitten und wir haben kaum Ästchen. Feuchtigkeit ist on point. Das heißt, der Tabak ist schon feucht, aber wir haben keine überschüssige Molasse auf dem Dosenboden. Ja, dann packen wir einmal rundherum Tabak rein, bis wir überall Tabak haben und danach verteilen wir das Ganze noch. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich drücke das Ganze ein kleines bisschen an, aber nicht viel. Das heißt, ich will nur zusehen, dass ich den angenehm verteilt bekomme und das Ganze so knapp unter den Rand baue. Das sieht natürlich jetzt sehr krass aus, wie man hier den Rand so einmatscht in dieser braunen Dark Blend Molasse. So, die eine Ecke hier drüben noch und dann sind wir auch so gut wie fertig. Dann müssen wir nur noch einmal den Rand sauber machen und dann passt das Ganze. So, also wir gucken, dass außen kein Rand auf dem Tabak liegt. Also ich mache das nicht unbedingt, um hier so eine Mulde entstehen zu lassen, sondern einfach nur, um den Tabak so ein bisschen vom Rand wegzuarbeiten, aber nicht viel. Das Ganze kann man auch innen machen, wenn da irgendwas zu nah am Funnelloch liegen sollte. Hier sieht das jetzt aber eigentlich okay aus. Das heißt, ich hole jetzt noch ein Zewa und dann geht man nochmal über den Rand. So, ein Stückchen vom Zewa abgerissen, da muss man auch nicht immer ein ganzes verschwenden. Und dann gehen wir hier nochmal über den Rand und ich versuche den gerade bei dem Kopf ordentlich sauber zu bekommen, damit sich da nicht die Molasse in den Ton einbrennt, sonst sieht das bei dem hellen Ton sehr schnell sehr scheiße aus. So, und dann haben wir unser Köpfchen Blaze hier schon fertig gebaut. Wir rauchen das Ganze gleich mit dem Nagrani, deswegen guckt er ganz leicht über den Rand hinaus, aber wirklich nur leicht für minimalen Kontakt mit dem Nagrani. Und so ist unser Köpfchen fertig. Ja, Kopfbau habt ihr gesehen. Extrem feiner Schnitt, super geile Tabakqualität, keine überschüssige Molasse. Von der Seite her passt einfach alles. Der sehr feine Schnitt ist meiner Meinung nach für kleinere Köpfe geeignet. Da hat sich Hukain, die ja den Blaze machen, selbst in die Karten gespielt, weil sie ja den Litlip haben. Und der Litlip, muss ich sagen, ist deutlich geiler für den Blaze als jetzt der Oblaco, weil in den doch etwas größeren Oblaco von dem feinen Tabak schon deutlich mehr rein muss. Das heißt, ich würde tatsächlich den Blaze lieber nicht unbedingt im Litlip, aber zumindest in Litlip groß geformten Köpfen diesen Tabak rauchen. Macht natürlich Sinn, dass die Jungs das so gemacht haben, ne? Preislich liegen übrigens 200 Gramm bei 19,90 Euro. Da sind wir gerade so noch unter der 20 Euro Grenze geblieben, was natürlich sehr günstig ist für einen Dark Blend. Ja, und ich glaube, wir kommen auch einfach zum Geruch, weil mir steigt hier schon diese Cola-Note in die Nase, die der Wahnsinn ist. Und es ist komplexer, als man denken würde. Man hat ganz klar zwei verschiedene Noten. Auf der einen Seite hat man so eine sehr
fruchtige, spritzige Süßigkeiten-Cola, genauso wie man das von Cola-Krachern und sowas kennt. Und auf der anderen Seite hat man aber noch so eine würzige, leicht floral angehauchte, so Cola-Pflanzen-mäßige Note. Es ist schwierig zu beschreiben. Im Vordergrund ist auf jeden Fall diese spritzige, nice Süßigkeiten-Cola, aber eben noch mit diesen leicht würzigen, floralen Noten, die da eben noch mit dazukommen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann nur sagen, die Kombi ist sehr, sehr geil. Und ganz, ganz anders als bei dem Darkside Hola, der einfach nur eine Cola ist. Da ist das Ding schon ein bisschen komplexer. Was man am Ende mehr mag, das muss man natürlich rausfinden. Aber genug dran gerochen. So viel zum Geruch. Wir nehmen noch ein paar Züge und gucken uns noch die Rauchentwicklung an. Aber ja, guck mal selbst. Wie erwartet, das läuft sehr, sehr gut. Rauchverhalten ist ja mehr als nur der Rauch. Er lässt sich aber wirklich für einen Dark Blend, der 4,25% Nikotin hat, wirklich angenehm rauchen. Wenn man sich die Aussagen von Blaze anguckt, dann wirkt das so, als lässt er sich komplett wie ein Virginia rauchen. Das, finde ich, ist nicht ganz getroffen. Es ist aber definitiv tausendmal einfacher, einen Kopf Blaze zu rauchen, als zum Beispiel einen Kopf Must Have zu rauchen. Das heißt, er ist wirklich angenehmer, aber man merkt trotzdem safe, dass es ein Dark Blend ist. Man hat, jetzt komme ich schon fast zum Geschmack. Na gut, dann machen wir halt weiter mit dem Geschmack. Man hat auf jeden Fall Dark Blend Grundtabaknoten mit dabei, die sich aber im Vergleich zu Darkside und Must Have und anderen Dark Blends schon eher im Hintergrund aufhält, aber man schmeckt sie raus. Man hat ein bisschen mehr das Gefühl, was zu rauchen in der Lunge als bei einem Virginia Tabak, aber wirklich nur minimal und bei weitem nicht so viel wie bei anderen Dark Blend Sorten. Und der eigentliche Geschmack ist tatsächlich fast wie im Geruch. Das heißt, wir haben am Anfang so eine krass intensive Süßigkeiten-Cola und ich habe sogar fast das Gefühl, dass sich das Verhältnis über die Zeit so ein bisschen shiftet. Das heißt, am Anfang sind die würzigen Noten für mich eher ein bisschen mehr im Hintergrund, kommen aber, je mehr Hitze der Kopf dann hat, so nach, weiß nicht, 15, 20 Minuten, wenn das Ding richtig an ist und schon eine Weile läuft, dann kommen so immer mehr diese würzigen Noten, die aber trotzdem im Hintergrund bleiben. Also es ist jetzt kein super würziger Tabak, es ist definitiv ein Cola-Tabak, der aber so nach 20 Minuten schon so ein paar würzige Noten hat. Für mich ein sehr geiles Ding. Ich habe den zum Beispiel auch schon mit Traube gemischt und so, was auch sehr geil ist. Also man kann den auch mit noch weitaus vielen anderen Sorten mischen. Aber bei mir mit Cola, gerade wegen dieser würzigen Note, die noch dabei ist, ein sehr nices Ding. Coca-Cola, für mich geil. Ich bin gespannt auf die nächsten zwei. Es gibt noch Pistazie und White Cake. White Cake mag ich als Virginia sehr. Pistazie kriege ich eigentlich immer die Krise. Bin ich mal gespannt. Wenn ihr die Reviews nicht verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.